Bett wie dieses hatte ich nicht oft. Hier werde ich mich gut erholen. Nicht viel, aber mein eigen. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Du musst ein Kriegerlager bauen. Ansonsten werden unsere Kämpfer weich. Und das können wir nicht zulassen. Ich muss los. Bis bald. Gute Kämpfe! Erzähl mir, was du hier tust. Was du auch für dein Langschiff brauchst. Mein Mann und ich helfen gern. Wir haben ein gutes Auge für solche Dinge. Jetzt ist es allerdings wichtiger, dass du uns eine Arbeitsstätte baust. Beeil dich damit etwas, ja? Wir sehen uns später. Auf ein Wiedersehen. Was tust du hier noch gleich? Wenn ich dir etwas tätowieren soll, komm einfach vorbei. Du kannst mir jeden Entwurf mitbringen, den du findest. Aber ohne Laden keine Tätowierungen. Baue etwas für uns, sobald du kannst, und wir machen uns ans Werk. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Wir sehen uns, Eivor. Reite beim Eintreffen der Nachricht sofort los. Du kannst auf mich zählen, mein Freund. Der Pfad vor uns erleuchtet. Am Ende wartet der Ruhm. Lebe wohl, Eivor. Aber warum jetzt? Dag, bitte. Es... Wo reitet er hin? Verlässt uns Basim denn schon? Sigurd will auch bald weg. Ist das wahr? Die Söhne Ragnars haben ihr Lager im Norden aufgeschlagen. Wir sollten sie besuchen, um unsere Verbindung zu diesem Land zu stärken. Ist Basim dorthin unterwegs? Basims Ziele sind die seinen. Belass es dabei. Wir haben Wichtigeres zu besprechen. Ich reite nach Legrakestashir, in einer Stadt namens Cheopedun. Eivor, ich erwarte, dass du nachkommst, wenn du hier fertig bist. Ich komme gleich mit. Ich brauche nur ein Pferd.
Noch nicht. Sprich erst mit Randvi. Sie hat mehr als nur eine Aufgabe für dich. Neben dem Aufbau der Siedlung müssen auch Bündnisse geschlossen werden. Wir können Englerland nicht mit so wenigen Freunden befrieden. Dann muss ich dir beistehen, Sigurd. Ich eigne mich besser für lange Reisen. Nein, Dag. Du gehörst hierhin, zu den Kriegern. Und du wirst Eivor Folge leisten. Pass auf dich auf, Bruder. Ich folge dir, sobald ich kann. Ja, und ich halte unsere Krieger in Form. Eivor Folge leisten? Will er mich auf die Probe stellen? Vielleicht. Sigurd ist ein weiser Mann. Eher befolge ich die Befehle einer Laus. Eivor, mein Stall ist noch etwas leer, aber wenn du mir einen besseren bauen kannst, besorge ich dir die besten Pferde. Ein voller Stall wäre eine große Hilfe. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sag mir doch nochmal, was du hier machst. Ich bin als Stallbursche mit der Hege und Pflege von Tieren vertraut. Komm zu mir, wenn du etwas für dein Pferd oder deinen Raben brauchst. Für den Augenblick kann ich nur wenig tun. Wenn du mir einen Stall baust, wäre das anders. Wie kommt es, dass du solch eine Verbindung zu Pferden hast, Huadan? Sie waren mir in der Jugend die besten Freunde. Ich war ein kränklicher, stotternder Junge und nur die Pferde lachten mich nie aus. Mit der Zeit begann ich, sie so zu verstehen, wie du Menschen verstehst. Ich höre ihnen zu, wenn sie sprechen und umgekehrt. Ich muss gehen. Bleib gesund. Du musst immer mal mit deinem Raben sprechen. Das mögen sie gern.